herzlich willkommen zu einer neuen Folge Control. Ein bisschen laut hier. So, hier haben wir letztes Mal aufgehört. Ich bin mal alles weggegangen. Oh, okay. Oh, Berechnungskarte. Oh. Der sieht auch nicht mehr ganz so gut aus. Okay, dann nehmen wir das hier mal ein. Dann geht auch die nervige Stimme weg. Okay, die nervige Stimme ist auch noch da. Eigentlich will ich dahin zum Game-Bereich. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir nach oben. Und da haben wir schon ein paar Gegner. Okay. Wir wollen aber zur Hotline. Nochmal die Berechtigungsstufe. Oder finden wir uns in der Gegenstände? Ah, da. Sie hören America Overnight. Wir mystifizieren die Funkwellen seit 29 Jahren. Danke, dass Sie bei uns sind. Geister. Wir haben im Laufe der Jahre viele Anrufer gehabt, die uns von Geistern, Stimmen und anderen phantasmagorischen Phänomenen erzählten. Heute erzählt der Freund der Sendung, Dr. Quincy Reagan, seine Geschichte. Quincy. Danke. Das habe ich kürzlich erlebt, als ich wegen der Suspicicon im vergangenen Jahr im Chili Pines Hotel in Macon übernachtete. Ich war in Zimmer 47. Der Nachtmanager, ein begeisterter Zuhörer des Programms, bestand darauf, dass ich genau dieses Zimmer nehme. Also, der Manager erklärte, dass vor Jahren die Leiche eines Mannes unter dem Bett entdeckt wurde, in dem Holzrahmen, den die Motelbetten in der Regel haben. Die Leiche war seit einer Woche dort, sagte er. Gäste waren dort gewesen und schliefen mit der Leiche einen halben Meter unter ihnen. Sie fanden die Leiche erst, als sich die Putzleute über den Geruch beschwerten. Seitdem wurden in Raum 47 Geisterscheinungen gemeldet. Ich nahm das Zimmer gern. Ich schlief recht schnell ein, nachdem ich erst unter dem Bett nachgeschaut hatte. Keine Geister besuchten mich. Keine kalten Stellen oder flackernden Lichter. Aber als ich erwachte, befand ich mich unter dem Bett. Es war dunkel und erdrückend heiß. Glücklicherweise konnte ich vorm Ersticken die Matratze wegschieben und herauskriechen. Der Nachtmanager fand netterweise ein anderes Zimmer für mich. Da haben Sie es, liebe Zuhörer. Was wir Geister nennen, hat viele Formen. Quincy war mutig genug, seine Geschichte zu erzählen. Und ich ermutige Sie, weiter anzurufen und zu schreiben, wenn Sie auf etwas Seltsames stoßen. Etwas, das Sie nicht erklären können. Vielleicht sehen Sie Farben, für die wir keinen Namen haben. Vielleicht ist Ihr Toaster verhext.
Denken Sie daran, liebe Zuhörer. Wenn Ihnen sonst keiner glaubt, wir tun es. America Overnight ist gleich zurück. Der Moderator hört sich ein bisschen an wie Dr. Darling, fand ich. Aber, ja, krasse Geschichte. So, unterm Bett, da wo die Leiche lag, will ich auch nicht aufwachen. Oder muss ich erstmal hier unten lang laufen, aber irgendwie sehe ich da doch auch so eine Art Durchgang. Ich gehe mal noch mal ein Stück nach. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ich gehe mal noch ein Stück nach oben auf der anderen Seite. Und schliefe mit der Leiche einen halben Meter unter ihnen. Ah, die Tür hier ist gesperrt. Oh Gott. Ach, wieder so ein Gepanzerter. Da warte ich doch mal. Taste. Ausrüstung. Guck ich mal kurz nach. Oh, naja. Okay. Datenpanne. Im letzten Monat kam es auf unseren Server vor zu einem Zugriff durch nicht autorisierte Nutzer. Nach eingehender Untersuchung wurde bestätigt, dass die Nutzer nur auf eine Videodatei zugriffen, die Teile von Dr. Darlings Vorträgen enthielt. Ermittler können die Nutzer über ihre IP-Adressen zurückverfolgen. Patrick Strom. Ja, verschiedene Namen. Diese Personen haben gegen Behördenvorschrift 91 verstoßen und werden von unserem externen Ermittlerteam beobachtet. Weitere Maßnahmen stehen noch aus. Okay, mehr ist hier drin auch nicht. Müssen wir doch einmal den langen Weg rumgehen. Okay. Dann nehmen wir noch den etwas längeren Weg.
hier komme ich ja nicht lang, ne? Ja, dann mache ich erstmal kurz Schnellreise. So ein bisschen labyrinthmäßig das Haus, ne? Ich hier doch nicht lang. Warum ist da lang hin? Wie komme ich denn da hin? Ich will eigentlich hier jetzt zunächst rum auf die Karte, damit ich halt so in den gelben Bereich reinkomme. Zurück. Glück kommt. Weiße Perlen wollen gelten Todesschein gezahlt. Das Kavalier-Verzehr ist ein Tor, fließt durch die Zeit. Okay. Ah, gleich ein Stück ruhiger hier. Okay, mach ich nochmal schnell Reise. Ja, dann nochmal unzustellbare Briefe. Wir finden da schon einen Weg hin. Hier wird es gar nicht weitergehen. Okay, wir sind jetzt zur Kommunikationsabteilung. Pneumatik waren wir drin. Hm? Ging es ja nicht weiter, ne? Oh. In den Raum ging es dann nicht weiter.
das Exit. Also hier wäre ich ja wirklich zurück. Das war ja nicht. Das kann ich jetzt öffnen. Ah. Ah, jetzt sind wir da. Naja. Kleinen Umweg gegangen. Oh. Wer bist du denn? Sie kämpfen nicht gegen diese kleinen Viecher hier. Das habe ich ganz gesehen. Ein unnötig schwer.
Das befürchte ich auch. Konzentrier dich. Die Hotline muss hinter dem Postraum sein. Ups. Ja, aber erstmal alles absuchen. Hier ist ja reingegangen, ne? So, haben wir ja Sachen. Was ist das hier? Augmentierte Zischer. Ich lese noch kurz die noch durch, den Gegner. Augmentierte Agentenzähnfähigkeit, ähnlich der telekinetischen Kompetenzen, die in Para-Utilitären der Behörde beobachtet wurde. Einige ziehen es vor, für ihr Ziel dazu zu stimmen. Andere bewerfen sie mit Gegenständen. Telekinetische Angriffe sind ineffektiv gegen die augmentierten Zischer, also weil die dann so ausweichen, wie man gesehen hat, da sie auf dem Gebiet selbst talentiert sind. Sie verwenden keine Waffen außer ihren eigenen paranatürlichen Fähigkeiten. Einige augmentierte Zischer wurden beobachtet, wie sie schwebten, während sie an einen Stuhl gefesselt waren. Das ist höchstwahrscheinlich passiert, weil Personen befallen wurden, während sie kognitiver Aufzeichnung in Parapsychologie unterzogen wurden. Wie ist es möglich, dass sie paranatürliche Fähigkeiten nutzen können? Es ist möglich, dass diese Personen vor dem Befall an Objekte der Macht gebunden waren. Es sollte auch in Betracht gezogen werden, dass die Resonanz des Zischens in Personen, die sie befällt, dann latente paranatürliche Fähigkeiten erkennen und zum Ausdruck bringen können. Okay, Fallakte, Zusammenfassung. Ereignis-Zusammenfassung. Geht um Butte. Eine Reihe von Fällen mit vermissten Personen konnte zu einem Haus in Butte zurückverfolgt werden, wo Agenten der Behörde einen Zugschalter mit translokativen Eigenschaften entdeckten. Eingriff während des Ereignisses. Agenten der Behörde suchten das Haus einer örtlichen Berühmtheit in der Punkt auf, welches mit insgesamt Punkt-Fällen von verschwundenen Personen in der Gegend in Verbindung stand. Die Agenten fanden niemanden im Haus selbst. Bei der Durchsuchung eines Schrankes zog ein Agent am Zugschalter einer Lampe und verschwand. Ein weiterer Agent bestätigte den Zugschalter, um den Vorfall zu reproduzieren. Auch er verschwand. Beide Agenten wurden Tage später im ältesten Haus wiedergefunden, wo eine Gruppe Ranger, die einen neuen Bereich des Hauses erkundeten, in einen verriegelten Raum auf sie stießen. Der Zugschalter im Kleiderschrank des Hauses im Mutte verschwand während des Zwischenfalls. Ja, auch sehr mysteriös. Okay, das ist ja quasi so, ich sag mal so, die Hauptzentrale der Luftröhrensysteme hier. Also auch der Punkt, würde ich so sehen. Oh, Munitionseffizienz. Alberto Tomasi, Kommunikationsleiter. Das Zischen hat ihn erwischt. Ah, das ist auch gleich scheinbar. Was habe ich denn hier? Aber noch nicht so viel, finde ich. Kann man denn irgendwas aufwerten oder so? Und du machst diesen Ausweis. Können wir noch groß machen? Ja, gehe ich dann zum Hotline-Chamber oder? Ich gucke mich hier erstmal hier unten noch um. Da war ja auch noch der Tür. Oder nicht? Ach, da kam ja.
Weiß hier doch nichts mehr. Nö. Ah doch, da liegt was. Da liegt doch was. Habe ich hier auch noch was gekriegt? So, Schriftverkehr. Kurz Startzeit. Hey, Malcolm. Ja, Startzeit ist um 7. Wir sehen uns am Sonntagmorgen auf dem Platz. Übrigens, hast du von diesem Tennyson-Bericht gehört? Anscheinend kursieren eine Menge Kopien davon im Büro. Trench ist scharf auf Informationen darüber, wer der Verfasser ist. Du hast nicht zufällig was darüber gehört? Bis Sonntag, chillen. Ja, wir sind auch ganz normale Menschen, die hier gearbeitet haben. Okay, war das eine Tür? Die meinte ich. Ach, das ist da. Ah. Ja, jetzt sind ja quasi zweimal hier an den Raum vorbeigegangen. Irgendwas höre ich hier noch. Oder sind das die Luftsysteme oder Röhrensysteme? Okay, nehmen Sie das runter. Die Lage in Kuba wurde von den zuständigen Behörden bewertet. Die mysteriöse Krankheit, von der die Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna betroffen waren, wurde durch Schallwaffen in den Händen einer ausländischen Macht verursacht. Zahlreiche Mitarbeiter der Botschaft erlitten Schäden am Innenohr, aber die meisten werden voraussichtlich vollständig genesen. Natürlich wurden auch ihre Zellwände beschädigt. Aber ob das an einer dummen Lärmkanone lag? Gott sei Dank haben die Ärzte dort sie nicht untersucht. Ehrlich gesagt, wie hoch stand die Chance, dass ein gewandeltes Objekt in einer US-Botschaft auftaucht? Glück gehabt, was? So viel einfacher zu. Hey, nimmst du etwa immer noch auf? Ja. Alles Zufall oder geplant? Die Hotline muss nahe sein. Hoffe ich doch. So, sie ist öffentlich. So, was haben wir jetzt? Ja, das sehe ich erstmal nicht vor. Sicherheitsprotokoll. Es gab auch eine Hausmeisterin. Ja, das hatten wir gerade angehört. Okay, Hotline scheinbar. Das Ocean View Motel und Casino. Traumlogik. Der Lampenzugschalter. Die Tür mit der schwarzen Pyramide. Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Mich irgendwie gar nicht. Ah, okay, also doch klar. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Energie verloren. Naja, probieren geht über studieren, sagt man doch mal, ne? Oh ne, jetzt hätte ich ja wieder am Kontrollpunkt wiederbelebt wahrscheinlich, ne? Ja. Also wir hatten ja einen in der Nähe. Aber die müssen wir den Gegner nicht nochmal machen. Ja, der Fehler war jetzt ein bisschen dumm. Okay, es war schon, gehört schon einiges dazu. Natürlich sind wir ein paar Gegner.
Aber dann können wir wieder ein paar Energie. Direkt mal entgegen. Ist er jetzt unten? Darf auch ruhig weniger ein Gegner werden. Noch getroffen. Nur noch die da? Natürlich. Ruhe. Oh, das Telefon klingelt. Kann ich jetzt rübergehen? Irgendwas nicht verstanden. Oder ist das nur auf das Shit gucken, was daneben stand? Stand da nicht irgendwas mit 3 times? Eventuell. Oh, kommen die jetzt nochmal alle wieder? Ich würde einfach nur hochgehen. Okay, ich glaube, wir haben diesmal unsere Ruhe. Hier liegt auch noch was. Zugute. Ihre Aussagen zufolge wurden die Agenten nach dem Haus im Motel in ein Motel mit dem Namen Ocean View Motel und Casino transportiert und fanden mit Hilfe eines Rituals ihr Akte einen Zimmerschlüssel. Der Schlüssel öffnete eine Tür, die mit einer umgekehrten schwarzen Pyramide versehen war, was sie erst nach langer Zeit durch Stores ausprobiert feststellten, nachdem sie einen weiteren Zugschalter am Hotel betätigt hatten, der sich in diesem Zimmer befand, wurden sie ins Ältestenhaus transportiert. Das Verschwinden des Hausbesitzers sowie der anderen Bewohner von Gute wurde von dem Zugschalter zugeschrieben.
Mittlerweile ist bekannt, dass das Ocean View Moat viele Türen und Pfade beherbergt. Seit dem Vorfall sind über ein Edisner-Haus Zugschalter aufgetaucht, die mit dem Schalter des Hauses wohl identisch sind. Derzeit wurden Zugschalter im Edisner-Haus gefunden, die sich im Punkt- und Punkt-Sektor befinden. Sie stellen alle einen Zugang zum Ocean View Motel dar, wobei Punkt, wie genau die Verbindung funktioniert. Anfängliche Hypothesen stützen sich auf das AWE von Butter als Punkt. Siehe Dr. Darlings Präsentation 24.3. Müssen wir jetzt auch einen Schlüssel finden? Hier schon mal? Nein. Ich habe in billigen Motels im ganzen Land übernachtet. Unterwegs, heimlich, auf der Flucht. Das fühlt sich an wie alle von ihnen. Wie etwas, das man aus einem Traum kennt. Okay, dann danke ich euch fürs Zugucken. Vergesst nicht zu abonnieren, klickt auf die Glocke. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.